Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder den ultimativ riesigen Bookhaul des Monats Juni. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und würde sagen, lasst uns loslegen. Der Juni sah eigentlich erstmal so aus, dass ich gar nicht so viele Titel neu bekommen werde. Es waren so summa summarum 6 Stück, glaube ich, bis so um den 20. rum. Und auf einmal explodierte eine wahre Bücherflut über mir. Was natürlich nicht schlimm ist. Ich liebe neue Bücher. Ich meine, ihr liebt auch neue Bücher. Von daher kann man da nichts verkehrt machen. Der ein oder andere mag mich kaufsüchtig oder sonst was nennen. Ja, kann man mal machen. Ist gar kein Problem. Kann ich mit leben. Sind halt Bücher. Sammelleidenschaft. Und deswegen sind 31 neue Titel hier eingezogen. Ich verlinke euch alle genannten Bücher in der Infobox. Schaut dort gern vorbei. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr zum einzelnen Buch haltet. Und viel Spaß beim Gewinnspiel, denn das wird es wieder in Kooperation mit dem Carlsen Verlag geben. Dazu dann aber gleich mehr und natürlich auch mehr in der Infobox. Schaut dort gern vorbei. Ja. Es sind wirklich viele Bücher, deswegen will ich gar nicht so lange drum herum quatschen. Ich werde zu jedem Einzelnen auch nicht so unglaublich viel sagen. Generell wisst ihr, ich freue mich auf alle Titel, hoffe, dass ich die alle zeitnah lesen werde. Ich hoffe inständig, dass ich das nicht bei jedem Buch sagen muss oder werde. Das kann ich aber ganz schlecht steuern, weil ich brabbel ja einfach so frei Schnauze. Und manchmal rutschen diese Sätze so raus, obwohl ich dann immer so im Nachgang denke, warum hast du das gesagt? Das ergibt sich doch von selbst. Aber naja, so ist es halt, ne? Als erstes habe ich hier den dritten Band eines Spin-offs einer fünfteiligen Reihe, die ich wirklich gerne mochte. Und zwar ist das Das Erbe der Animorphs, Der Kampf des Elefanten, wie gesagt, Band Nummer 3. Davor gibt es eine Geschichte rund um den Fuchs und den Oktopus. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze verhält. Ich bin aber sehr neugierig drauf. Die Welt der Animorphs gestaltet sich so, dass wir in der ersten fünfteiligen Reihe Simon Thorn begleiten. Der ist 12 Jahre alt, ist also eigentlich ein Buch für Jüngere, macht aber auch also in meinem Alter noch super viel Spaß, das Ganze zu lesen. Es ist eine Geschichte rund um Gestaltwandler und wirklich nur wärmstens zu empfehlen. Vielleicht auch, wenn ihr Kinder in diesem ungefähren Alter habt. Ich finde, das kann man aber auch schon gut mit 8 oder 9 lesen, ohne dass man als Eltern jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss. Dann haben wir hier das Gewinnspielbuch, was wirklich, wirklich sehr impulsant daherkommt und ehrfurchtsvoll oder Ehrfurcht bei mir hervorruft. Es ist Nichts wird wie vorher sein von Sierra Milano aus dem Carlsen Verlag. Das ist dieser Titel. Wirkt sehr düster, wirkt sehr blutig, klingt auch super blutig. Eine Festivalwiese am Abend. Das Gelände ist voller Menschen. Auf der Bühne stimmt die Hauptband ihren letzten Song an. Plötzlich fällt ein Schuss. Oder war es ein Feuerwerk? Dann noch ein Schuss. Menschen stürzen zu Boden. Verwirrung macht sich breit. Panik. Todesangst. Durch die Augen von 5 Jugendlichen erleben wir im Rückblick mit, wie der Terroranschlag seinen schrecklichen Lauf nimmt. Ungläubig, angsterfüllt, auf Hilfe hoffend, so taumeln sie durch eine endlose Nacht, bezeugen Gesten des Mutes und der Verzweiflung. Die 5 überleben, ja, aber eins ist klar. Nichts wird wie vorher sein. Ja, die Abgründe des Menschen werden hier wahrscheinlich dargelebt, die positiven sowie guten Seiten. Kann richtig, richtig, richtig grandios und spannend sein. Ich gehe da aber auch so mit einem, wie gesagt, mit einer gewissen Ehrfurcht dran, weil der Mensch ja so eine, ja, Neigung dazu hat, sich solchen schrecklichen Dingen hinzugeben, sich das auch anzugucken, obwohl eigentlich irgendwie das schräg ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man kann einfach nicht weggucken, ne? Und ich bin sehr neugierig drauf. Wie gesagt, habe größten Respekt vor dem Titel und hoffe, dass das gut umgesetzt ist. Ihr könnt das Ganze jetzt gewinnen. Schaut dazu einmal in der Infobox vorbei, was ihr machen müsst. Schreibt mir in den Kommentaren, warum ihr den Titel unbedingt gewinnen wollt. Nennt mir euren Instagram-Namen oder eure E-Mail-Adresse, damit ich euch kontaktieren kann. Und ich drücke euch an dieser Stelle ganz, ganz fest die Daumen. Es ist wahrscheinlich ein wirklich hochemotionales Buch, was uns hier erwarten wird. Ich freue mich auf jede Sekunde damit, wobei ich auch vor jeder einzelnen Sekunde damit Angst habe. Das ist ein Wechselbad der Gefühle, was auch gerade in mir abgeht. Das ist schwierig in Worte zu fassen und vielleicht geht es dem einen oder anderen genauso, dann schreibt mir das gern mal in die Kommentare. Aber das ist ja leider die grausige,
Realität, dass es immer mal wieder zu solchen Vorfällen kommt. Und hier hinten drauf stehen auch die Namen der vier Jugendlichen, die wir begleiten. Einmal Joe, Peaches, May, Ellie und Violet. Und ja, ich hoffe, dass das einfach gut umgesetzt ist, dass es respektvoll umgesetzt ist, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dass man eine gute Beleuchtung von diversen Fakten in Bezug auf Anschläge, Amokläufe etc. bekommt. Also, dass da auch eine gute Recherche vorher stattgefunden hat. Das sind so die Dinge, die mir wirklich bei so brisanten und hochemotionalen Themen sehr, sehr wichtig sind. Als nächstes habe ich hier die Anatomie der Nacht. Das ist jetzt nochmal als Taschenbuch im Hause Carlsen erschienen. Für 10 Euro als ja, Taschenbuch. Klingt logisch. Es geht um Bex. Sie zeichnet anatomische Studien, aber nicht jeder kann sich dafür begeistern. Jack verziert San Franciscos Bauwerke mit riesigen Goldbuchstaben, aber nicht jeder hält das für Kunst. Als die beiden sich zufällig im Nachtbus begegnen, sind sie sofort voneinander fasziniert und sie setzen alles daran, um sich wiederzusehen. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers und bald schon viel mehr. Bei Tag und bei Nacht, auf den Dächern der Stadt und in den Tunneln der U-Bahn wächst ihr Vertrauen zueinander und zwischen ihnen erblüht die Liebe. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das sehr kreativ, sehr kunstvoll sein wird, dass einem verschiedene Arten von Kunst hier auch näher gebracht werden. Und lass mich einfach mal von dem Titel und von Jen Bennett überraschen und überzeugen. Mal sehen, was mich erwartet. Außerdem, und damit habe ich schon begonnen, habe ich erhalten von Gabriela Santos de Lima You Make My Dreams aus dem Moonnotes Verlag. Das ist das neueste Werk von der Autorin. Hi Bennett 29, einmal kurz zum Inhalt. Als wir uns zum ersten Mal an der Juilliard begegnet sind, musstest du nichts sagen. Ich wusste sofort, dass du nichts mit mir zu tun haben möchtest. Du hast mich abgewiesen, wolltest nicht von mir gesehen werden, von niemanden. Aber irgendwann hat das keine Rolle mehr gespielt, denn im Grunde hast du dich vor mir nie wirklich versteckt. Auch ich konnte nichts dagegen tun. Du warst einfach da und ich wollte so sehr mit dir sein. Selbst jetzt, wo alles vorbei ist, will ich dir sagen, dass ich noch nie so intensiv gelebt habe wie mit dir. Immerhin waren wir so glücklich. Shakespeare Happy End Level glücklich, um genau zu sein. Naja, bis du alles kaputt gemacht hast. Peng! Einfach so hast du uns in die Luft gejagt. Unser Ende kam so plötzlich, dass ich mich jetzt ständig frage, ob ich dich nach allem einfach nur geträumt habe. Ja, das ist das neueste Werk. Es geht um unsere Protagonistin Audrey, die unbedingt an die Juliet möchte in New York. Es gestaltet sich nicht so schwer, weil Audrey bringt ein ganz schönes Päckchen mit aus verschiedensten Problematiken. Das ist nicht nur die zerrüttete Familiensituation, sondern auch so generell verschiedene körperliche und psychische Krankheiten. Das macht es sehr, sehr spannend, weil sie trotz alledem ein begnadetes Talent der Schauspielerei besitzt. Und dann trifft sie auf die ein oder andere Figur. Es soll relativ lange unklar sein, wer Bennett 29 ist. Ich bin neugierig, selber noch gar nicht so weit. Von daher kann ich euch nur diesen groben Einblick geben. Ich bin bei Kapitel 5 auf Seite 68. Für mich ist überhaupt noch nicht klar, wie sich das Ganze gestaltet. Ich lese das alles zusammen mit Franzi von Die Bücherseen. Schaut gern mal bei ihr vorbei. Franzi ist schon einen Tucken weiter. Wir haben uns jetzt keine festen Leseabschnitte gesetzt, sondern tauschen uns immer mal wieder so mittendrin aus. Ich hatte anfangs tatsächlich so ein bisschen Probleme mit dem Schreibstil. Mittlerweile fließt es aber besser. Wobei, das ist jetzt ein Paradoxum, der Schreibstil sehr einfach ist, ist ja gleichzeitig sehr poesievoll und diese Kombi hat es mir ein bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Etwas Einfaches zu lesen, was aber gleichzeitig so doppeldeutig ist, das hat mein Kopf am Anfang nicht ganz so mitmachen wollen. Wie gesagt, jetzt so nach den ersten 50 Seiten bin ich in den Flow gekommen und jetzt geht's. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Was ich bei den Moon Notes-Titeln immer schön finde, ist, dass die immer ein eigenes Lesezeichen haben. Das nutze ich auch, das guckt hier oben so raus. Generell schaut einfach mal vorbei, die haben tolle Romane, die erscheinen werden und erschienen sind. Schaut mal bei denen bei Instagram vorbei, lohnt sich auf alle Fälle.
Da seid ihr immer up to date und ja, ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Erstmal, wir berichten dann, wenn wir es im Lesemonat gelesen haben. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst nehmen soll, weil ich zwei super schöne Reihen bekommen habe, die beide so traumhaft super toll hübsch sind. Ich denke, ich fange mit der einen an, die ich theoretisch schon besitze. Was heißt theoretisch? Ich besitze sie auch praktisch. Und zwar ist das die Beschenkte, die Flammende, die Königliche und die Wahrhaftige. Das sind diese vier Titel, die sind neu im Carlsen Verlag aufgelegt worden, mit in der ersten Auflage einem wunderschönen Farbbuchschnitt, passend zum jeweiligen Cover. Es gab damals immer nur die Beschenkte, die Flammende und die Königliche. Die Wahrhaftige ist der vierte Band, der wurde aber im Hardcover nicht auf Deutsch übersetzt. Im Broschurformat ist es jetzt aber so, dass sie alle vier vorhanden sind. Ich möchte nochmal die Beschenkte, hatte ich schon gelesen, aber die möchte ich auch nochmal von vorne anfangen und dann die ganze Reihe im besten Falle in 2022 beenden. Ja. Sind hier alle angekommen. Einzeln kostet jedes 17 €, ist von Kirsten Cashore geschrieben und richtig, richtig tolle High Fantasy mit Garben, Königshäusern. Also wir haben hier sieben Königreiche und ganz viel Action, Liebe und so viel dazwischen. Jetzt nehmen wir uns die zweite vierteilige, also Tetralogie hier vor, vierteilige Reihe, die auch wunderschön hierher kam. Und zwar ist das diese Sci-Fi-Geschichte hier, nämlich Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten. Das ist der erste Band, geschrieben von Becky Chambers aus dem Fischer-Tor Verlag. Dann haben wir hier Zwischen zwei Sternen, das ist der zweite, Unter uns die Nacht, das ist der dritte und Die Galaxie und das Licht darin, das ist der vierte. Das ist so eine Sci-Fi-Soap, so stand es auf jeden Fall dabei. Und jetzt kommt der Clou, warum ich sage, die sind so wunderschön und euch auch die Cover von vorne nicht zeige. Das liegt daran, dass ich eine Exklusivausgabe mit diesem traumhaft schönen Farbschnitt habe. Können wir das bitte würdigen? Wie toll die alle miteinander aussehen. Oh mein Gott, ich bin geschmolzen, als ich die gestern ausgepackt habe und habe gedacht, ah. So schön! Jeder Cent hat sich gelohnt. Ich meine, die kosten ja in den Exklusivausgaben genauso viel wie üblich, nämlich 12 € der Titel. Sehen alle von vorne so aus, ist der erste. Oh Gott, kriege ich das jetzt hin, euch die alle zu zeigen, ohne dass mir was runterfällt? Das wäre hochgradig bedauerlich. Der zweite. Also von vorne machen die gar nicht so viel her wie mit dem Buchschnitt, ne? Der dritte. Und zu guter Letzt der vierte. Aber wie gesagt, das Schönste an der ganzen Geschichte ist einfach, wenn ich es so halte, oder? Oh mein Gott! Ich bin richtig, richtig hyped auf diese Bücher. Ich lese es euch mal vor. Willkommen an Bord der Wayfarer. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Die junge Rosemary Harper möchte vor allem eins, ihren Heimatplaneten Mars und ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Die klapprige Wayfarer mit ihrer skurrilen Besatzung kommt ihr da gerade recht. Als Captain Ashby jedoch den Auftrag annimmt, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf dem die kriegerische Spezies der Toremi lebt, bahnt sich eine Katastrophe an und für Rosemary beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Ja, hier steht drunter ein erstaunliches, zutiefst optimistisches Weltraumabenteuer, das uns den Glauben an die Science-Fiction und an die Menschheit an die Menschheit zurückgibt. Da sind in Klammern noch zwei, drei Sachen. Die haben mich gerade etwas irritiert. Und ja, mir gibt auf jeden Fall dieser Buchschnitt ganz viel Glauben an alles, nicht an die Schönheit in Dingen. Ich bin richtig, richtig verliebt und freue mich auf diese Bücher, erwarte humorvolle Unterhaltung. Dann kam hier an ein Buch, was tatsächlich noch gar nicht erschienen ist, sondern erst so Mitte, Ende Juni heraus. Was noch gar nicht erschienen ist, sondern erst so Mitte, Ende Juli herauskommen wird. Es ist Tokyo Ever After, Prinzessin auf Probe von Emiko Jean. Habe ich als Leseexemplar vom DTV Verlag in dieser wunderschönen Hardcover-Ausgabe gekriegt. Und es geht darum, und plötzlich bist du Prinzessin von Japan. Oh, geil, Japan, so schön. Die Kulisse.
Wenn das gut umgesetzt ist, macht mir das jetzt schon Spaß, ne? Bislang waren das einzige Besondere an Izumi Tanakas Leben ihre japanische Herkunft und ihr unbekannter Vater. Bis sie herausfindet, dass dieser Unbekannte kein geringerer ist als der zukünftige Kaiser von Japan. Und das wiederum bedeutet, dass Izzy plötzlich kaiserliche Kronprinzessin ist. Immer nur einen kulturellen Fauxpas vom nächsten Skandal entfernt. Wird ihrem Prinzessinnen-Traum zum Albtraum. Ich freue mich da so drauf, bin komplett ja, angetan von dem Setting gepaart mit der Storyline. Hoffe, dass das ein ganz, ganz toller, meines Erachtens Contemporary-Roman sein wird und berichte euch natürlich sofort, wenn ich es gelesen habe. Ich kam nicht umher, erstmal eine riesige Buchbestellung aufzugeben, weil so, so coole Bücher erschienen sind. Unter anderem Westwell, Heavy and Light von Lena Kiefer im Lux Verlag in dieser wunderschönen broschierten Ausgabe für 12,99 Euro. Wie gesagt, ich muss es einfach bestellen. Ich habe gedacht, klick, getan. Es geht um Helena, die zurück nach New York kehrt. Sie hat nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen. Koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins, also dass sie ihn hassen müsste, und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. So eine Mischung aus New Adult und einem leichten Thrill-Element klingt mega gut. Ich freue mich drauf und hoffe, dass Lena Kiefer ganz tolle New Adult schreibt. Ich habe tatsächlich die CBT New Adult Bücher von ihr noch nicht gelesen. Asche auf mein Haupt. Aus dem Hause Löwe erreichte mich zum einen dieser Titel, nämlich Alice Osmans Nothing Left for Us, Hör auf deine eigene Stimme. Davon gibt es ja schon Loveless, also von der Autorin. Und es geht um Frances. Sie hat nur ein Ziel, nämlich Cambridge. Um auf die Elite-Uni zu kommen, lernt sie Tag und Nacht. Nichts soll ihr im Wege stehen und sie daran hindern. Keine Freunde, noch Leidenschaft, nichts, nichts. Da begegnet Frances jedoch Elliot, dem schüchternen Genie hinter ihrem Lieblingspodcast. Mit ihm kann sie Zeit verbringen, ohne ständig unter Strom zu stehen. Doch als Elliots Podcast viral geht, droht die Freundschaft zu zerbrechen. Plötzlich muss Frances sich fragen, was ist ihr im Leben wichtig und wer will sie wirklich sein? Ja, das ist die Geschichte. Heartstoppers auf jeden Fall, davon gibt es ja mittlerweile auch eine Netflix-Serie, aber das ist ja eine Graphic Novel. Und kein Roman. Aber ich glaube, ich schmeiße gerade ein, zwei Sachen durcheinander. Es tut mir leid. Außerdem kam aus dem Löwe Verlag, aus dem Löwe Intens Verlag, der zweite Band von Alles, was du von mir weißt, also aus der, von der Alles-Reihe von Kira Gru, raus und ist hier bei mir angekommen. Sieht so aus, ist wirklich hübsch. Da ist eine kleine Karte mit drin gewesen, was sehr schön ist. Ich habe den ersten noch nicht gelesen, weil ich im Intens Verlag gerade noch so eine überschaubare Anzahl an Büchern habe, dass ich die so ein bisschen reinmäßig lese. Heißt, ich habe erst die Vielleicht-Reihe von Caroline Wahl gelesen, bevor ich mich Michelle Schrenk oder Kira Gro gewidmet habe. Und da ich die Vielleicht-Reihe so gut wie durch habe, werde ich danach eins der anderen beiden Bücher zur Hand nehmen, wobei ja der dritte von jeweils beiden noch nicht erschienen ist, weshalb ich glaube ich auch eher zu Michelles Büchern greifen werde. Ich meine, da kommt der dritte schneller raus als bei Kiras Büchern. Ist eine ganz, ganz komplizierte Strategie, wie ich das hier fahre. Oha, mich erreichte der Klotz schlechthin. Ich habe nur gedacht, was ist das? Was kommt denn hier für ein Mordinstrument an? Das ist... Ich bin immer noch begeistert mit über 1000 Seiten, eines der dicksten Bücher, die ich hier stehen habe momentan. Es ist Das Reich der Vampire, A Tale of Blood and Darkness von Jack Christoph auf den Fischer-Tor Verlag. Meine Fresse. In der Exklusivausgabe mit diesem wunderschönen, traumhaft tollen Buchschnitt.
Ich liebe, 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 liebe es, kann ich nur sagen. Außerdem gab es dazu noch diese Karte abgebildet mit, wie heißt er denn, unser Protagonist? Gabriel, ja. Der ist da drauf abgebildet. Sieht ganz passabel aus, der Typ. Ich bin sehr neugierig, finde die Gestaltung wunderschön, wobei ich echt ein bisschen Panik vorm Lesen habe. Das Hörbuch hat irgendwie fast 34 Stunden. Auch dieses Buch musste sofort einziehen, einfach weil ich richtig Bock drauf habe. Ich kam nicht drum rum. Es ist der erste Teil einer Reihe. Wie könnte es anders sein? Es ist Still Missing You von Valentina Fast aus dem DTV Verlag in dieser wunderschönen Ausgabe. Zur Beerdigung ihrer Großmutter kehrt Hazel widerwillig in die Kleinstadt zurück, aus der sie vor Jahren geflohen ist. Denn niemand sollte je erfahren, wie sehr Hazel ihren Pflegebruder Derek geliebt hat und dass er ihr Herz brach, ohne es zu wissen. Da hilft es nicht gerade, dass ihr und ihren Pflegegeschwistern bei der Testamentseröffnung verkündet wird, dass sie eine alte Villa der Großmutter erben. Einzige Bedingung, sie müssen die Villa zu einem Hotel umbauen. Alle vier gemeinsam. Klingt voll gut. Ich bin sehr gespannt darauf. Freue mich so auf dieses, ja, auf die Art, wie Valentina Fast schreibt, weil ich das von Royal noch weiß und das gerne mochte. Das ist so leicht, so. Trotzdem energiegeladen, also es ist so was ganz Besonderes. Deswegen war das so ein Kaufen. Ebenso wie bei Kelena Kiefer. Hartes Schicksal, oder? Da wir noch lange nicht am Ende sind, machen wir schnell weiter mit Rebecca Weiler und The Moment I Lost You aus dem Ravensburger Verlag. Das habe ich euch gerade erst vor kurzem nähergehend vorgestellt. Ist auch eine New Adult-Geschichte, die wirklich gut klingt, auf die ich mich freue und die zu Recht hier angekommen ist. Sie ist wunderschön, aber hier werde ich erst noch auf das Hörbuch warten. Das ist bei BookBeat leider noch nicht draußen. Mann, aber kommt jetzt im Juli. Yes! Auch hierüber freue ich mich sehr, dass es einziehen konnte, weil es mega klingt und einfach mal was anderes ist. Es ist Cinderella ist tot von Kaelin Bayron aus dem Heine Verlag. In dieser wunderschönen Hardcover-Sonderausgabe mit dem tollen, tollen Farbschnitt. I'm totally in love. Es ist so hübsch. Ich bin so ein Farbschnittopfer, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch irgendwann kompensieren soll. Ich sehe nur noch Farbschnitte. Überall sehe ich Farbschnitte. Special-Farbschnitte. Und andauernd denkt mein Kopf sich so: Haben? Meins? So, weißt du, so wie diese Möwen bei Nemo. Oh. Aber im Nachgang freue ich mich natürlich und es ist so schön und es macht so Spaß. Und nur mein Geldbeutel schimpft mich andauernd aus. Sad. War ich etwas traurig, dass ich nicht den Farbschnitt gekriegt habe. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so kurz nach Erscheinen schon kein Glück mehr habe. Habe aber auch gerade bei Amazon gesehen, dass viele kein Glück mehr hatten, obwohl sie das Buch vorgestellt hatten. Das ist echt bitter. Und zwar ist es Dunbridge Academy Anyone von Sarah Sprinz, der zweite Band aus dem Lux Verlag. Und ich habe den leider ohne Farbschnitt. Mi, 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 mi. Wir stimmen das große Mi an. Ich habe den ersten noch nicht gelesen. Ich habe es mir eigentlich nur bestellt in der Hoffnung, dass ich noch den Farbschnitt kriege. Ja, ich würde auch nicht ausschließen, wenn ich irgendwo den Farbschnitt noch sehe, dass ich das nochmal kaufe. Was sagt das eigentlich über mich aus? Könnt ihr mir das verraten? Das sagt nichts Gutes über mich auf, oder? Also, die kaufsüchtig Gerüchte sind vielleicht total richtig. Aber nur was Bücher anbelangt. Und Klamotten. Und, nein, das war's. Dann habe ich noch einen zweiten Band mir geholt und tatsächlich auch als Exklusivausgabe, nämlich One Side of the Light von Alexandra Flynn. Nur wer mit dem Herzen kämpft, kann alles gewinnen aus dem Planet Verlag. Wie gesagt, mit dem schönen Farbschnitt dabei ist auch ein Autogramm der Autorin inbegriffen und diese, ups, wunderschöne Character Card. Voll cool. I like. Ich könnte es jetzt anfangen. Ich meine, das ist das Finale, genau. Heißt, die Reihe ist für mich vollständig. Und die Versuchung gerade sehr groß, weil ich einfach so gern was von Lexi lesen möchte, weil ich glaube, die ist so begnadet da drin und talentiert. Ich weiß gar nicht, warum ich ihr diese Attribute zuschreibe, ohne jemals was von ihr gelesen zu haben, aber irgendwie gibt die mir dieses Feeling. Ist einfach so.
die letzten vier Titel, danach kommt meine Avell-Bestellung, die ich euch einmal im Schnelldurchlauf hier hochhalte. Aber jetzt kommen die vier Titel, die ihr noch nicht kennt. Und zwar zum einen Endsinger, der Lotuskrieg Band 3 von Jay Christoph. Das ist das Finale. Auch mit dem exklusiven Farbschnitt in der Hardcover-Ausgabe. Ich wollte es lieber als Hardcover haben und nicht als Broschur, weil ich die anderen beiden halt auch als Hardcover habe. Das sind immer stolze Preise von 35 Euro für diese Limited Hardcover Edition. Ich darf glücklich verkünden, dass ich das tatsächlich geschenkt gekriegt habe. Muah, Dankeschön an dieser Stelle. Oh, zum Glück. Das ist böse. Aber es ist so, so schön. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Ich mag die sehr gerne und hoffe, dass Jack Christoph hier was ganz Tolles mit asiatischem Flair gezaubert hat. Ich kann hier jetzt ja anfangen, ich habe alle drei Bände. Dieser Klopper. Und zwar Crescent City. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat denn der zweite Crescent City? Naja, nur 900 fast. Das geht ja noch. Auch mit dem farbigen Buchschnitt. Das gibt es ja auch nur in der Erstauflage, weshalb man auch hier sehr schnell sein muss. Was einen super Druck macht. Die haben jetzt echt ein Druckmittel rausgefunden, ne? Wie man die Verkaufszahlen hochhält und die Leute nötigt, habe ich das Gefühl. Und das meine ich nicht mal böse, weil ich liebe es ja und gleichzeitig ist es nicht so einfach. Naja, für mich stand außer Frage, dass ich Crescent City haben möchte. Ich liebe dieses Cover. Ich warte aber, bis die Reihe weitestgehend erschienen ist, weil ich einfach keinen Bock habe zu warten. Die Bücher sind auch lang vertont. Ich glaube, der erste hat so ungefähr 24 Stunden. Dafür braucht man halt auch einfach Zeit und Muße und irgendwann will ich mir die nehmen, aber aktuell bin ich noch nicht gewillt, weil ich gar nicht weiß, wie viele da überhaupt zu rauskommen werden. Und wenn ihr das wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oh Mann, jetzt waren wir schon so lange dabei, dass ich die Aufnahme einmal unterbrechen musste. Ich hoffe, der Farbunterschied ist jetzt nicht so böse. Ich hasse das immer total. Aber naja, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titel. Und zwar zum einen Everlasting Love, Ruf der Unterwelt von Lauren Palperamon aus dem Fischer Verlag. Das ist der dritte und finale Band der Trilogie. Der hat mir noch gefehlt. Die ersten beiden habe ich hier gehabt. Hat mich halt ungemein gestört. Geht um Amor und darum, dass der Gott der Liebe sich selber verliebt. Klingt super cool. Habe ich in dieser Form halt noch nicht erlebt und wollte ich unbedingt haben. Habe ich mir gebraucht bestellt. Ist halt ein bisschen vergilbt als Mängelexemplar. Stört mich überhaupt nicht. Ich bin ja ein Fan davon und freue mich jetzt einfach, dass ich die Trilogie komplett habe und im besten Falle jetzt auch zeitnah beginnen werde. Also ist mir schon ein großes Anliegen, weil ich einfach Lust auf griechische Mythologie habe. Und dann habe ich noch bekommen aus dem Löwe Graphics Verlag Hey Kido von Jared J. Krosocka. Wie ich meine Mutter verlor, meinen Vater fand und mit Drogensucht in meiner Familie klarkommen musste. Darum geht es so inhaltlich in dem Buch. Ist halt eine Graphic Novel, ist ganz süß gemacht. Wartet mal. Also so sieht das Ganze aus. Gibt schöne Momente, gibt weniger schöne Momente. Ist sehr einfarbig in Grau, Schwarz, Weiß und Brauntönen gehalten. Aber kann, denke ich, ganz gut werden. Ich freue mich drauf. Ist einfach mal was anderes. Und ja, wir schauen mal, was das Ganze so mit sich bringt. Nun kommen wir zu meiner Avell-Bestellung. Für alle, die das Video gesehen haben, den wünsche ich jetzt einen schönen Tag. Für alle anderen, lasst uns mal schauen, was wir hier so haben. Auch bei dieser Bestellung ging es darum, rein zu komplimentieren. Das ist ja immer so eins der größten Anliegen, die ich habe, wenn ich Mängelexemplare bestelle, dass ich einfach rein vervollständige. Zum einen haben wir hier von Monika Peetz das Herz der Zeit, die vergessenen Geschichten aus dem Wunderlich Buchverlag. Das ist der dritte und finale Band. Somit habe ich die Reihe jetzt für mich komplett und könnte auch hier anfangen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe jetzt so viele komplettiert, dass ich mit so viel anfangen könnte, dass ich mich nicht entscheiden kann, mit was ich anfangen soll. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, aber ich finde wohl meine Lösung. Ist eine Zeitreisegeschichte und hört sich wirklich gut an. Jetzt fehlt mir hier noch ein Buch, nämlich der erste Teil des zweiten Teiles, und zwar Muse of Nightmares, das Erwachen der Träumerin, Buch 2. Buch 1 davon fehlt mir noch, von Lainey Taylor aus dem One Verlag. Dann habe ich die Strange der Dreamer Reihe komplett. Das sind ja nur zwei Bände, aber in Deutsch sind es halt vier, weil sie die immer gesplittet haben in zwei.
Außerdem, der zweite von aktuell erschienenen dreien habe ich geschossen, nämlich Zane gegen die Götter, Feuerhüter, von Rick Riordan persönlich empfohlen als lesenswert für alle Percy Jackson-Fans aus dem Ravensburger Verlag. Ich bin sehr gespannt, habe noch keine Ahnung, um welche Gottheiten es sich hier drehen wird. Das lasse ich mir alles dann mal so sagen, wenn ich damit beginne. Nun, der zweite von meines Erachtens momentan dreien, vielleicht irre ich mich auch, nämlich von Kelly Moran, White Flower Summer in diesem Moment. Ja, ich habe noch Band 4 und 5 von Redwood und dann den ersten White Flower Summer. Werde aber erst die Redwood-Bücher lesen, bevor ich hiermit anfange. Das macht sonst einfach wenig Sinn, weil die Reihe nur so halb abgeschlossen ist. Normalerweise hat Redwood ja erst nur drei Bände und hat dann nochmal Zusatzbände bekommen. Die sind für mich jetzt aber primär erst zu lesen, bevor ich damit weitermache. Don, auch von Kira Moon, und von der habe ich noch gar nichts gelesen, was eine absolute Schande ist, meines Erachtens. Nämlich White Like a River, auch aus dem KISS Verlag. Müsste ich auch anfangen, ist der erste von zweien. Und ich freue mich drauf, werde mich einfach mal überraschen lassen und sollte wirklich, wirklich zeitnah jetzt mal was von Kira Moon anfangen. Das ist mein Endfazit. Das ist ein Riesenstapel, den ich hier angehäuft habe, aber wird wahrscheinlich an ganz vielen Ecken und Kanten sehr viel Freude bereiten, wenn ich dann einfach mal beginne. Der Anfang ist meistens das Schwierigste. Und ja, da ich noch das ein oder andere Video zu drehen habe, verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Mua, bye.